Scheiße. Nein! Das ist nicht Seraph Industries. Und nicht Detroit, wie es aussieht, oder? Pritchard, haben Sie die Koordinaten der Fabrik schon? Ich konnte nur ein ungefähres... Ja. Detroit verlassene Fabrik. Super. Aber das ist noch nicht... Okay, ich habe noch nicht versagt. Real ermitteln, Jensen. Sehen Sie sich um und suchen Sie etwas Ungewöhnliches. Ich überwache weiterhin die Frequenz, falls sie plötzlich aktiv werden sollte. Ich weiß mal weiter. Ich hoffe einfach, dass es diesmal nicht so ist, dass mir irgendwas um die Ohren fliegt. Sollte die Leichenhalle eigentlich abriegeln, aber irgendjemand war vor uns bei der Leiche. Noch haben wir Zeit. Wir schnappen uns den Kerl. Dafür ist es zu spät. Wir müssen verschwinden. Aber was ist mit dem Holländer? Keine losen Enden, Barrett. Ich rufe gleich an. Malik, verschwinden Sie, los! Warum? Was ist los? Sie sind hier. Die Söldner, die Megan und ihr Team getötet haben. Scheiße! Ich gehe rein. Ich gucke noch mal ganz kurz auf den, ist noch aktiv. Also ich kann ihn noch wahrscheinlich beenden. Es scheint nicht verloren zu sein. Das heißt, ich mache hier einfach mal weiter. Abgesehen davon ziehen wir hier sowieso bald ab. Warten nur noch auf Bestätigung über Yul. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist. 3 Monate undercover bei diesen Puristen und im letzten Moment kommt irgendwas dazwischen. Wohl eher irgendjemand. Vielleicht derselbe Kerl, der uns in der Leichenhalle zuvor gekommen ist. Mann, den würde ich gern mal die Mangel nehmen. Hast du das Gesicht vom Commander gesehen, als er zurückgekommen ist? Ich schätze, du bist mit diesem Wunsch nicht der Einzige hier. Oh, das war knapp. Aber ist egal. Kann ich da hinten vorbei? Ja. Oh, da kann ich rein. Was haben wir denn hier Schönes? Nix. Toll. Ah, doch. Da kann ich die Beißen nicht mitnehmen. Oh, Stahlgewehrmunition, die nehme ich mit. Sehr schön. Ich könnte natürlich auch wieder versuchen, alle Leute auszuschalten, aber ich habe dann bloß das Gefühl, dass ich eine dumme Schießerei riskiere. Eine dumme, unnötige Schießerei. Ja, Mensch. Wo muss ich eigentlich hin? Vielleicht können wir auch einfach einzelne Leute abschießen oder sowas. Bei denen hier würde ich vielleicht tatsächlich ganz gerne jetzt tödlich vorgehen mittlerweile. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier reingucken auf jeden Fall. PDA. Ramsey, tust mir den Gefallen? Siehst du mal bitte nach, ob Johnson schon wieder mit einem Entsorgungspot... Was? In einem der Entsorgungsorte meditiert, der Mann ist echt total krank. Ich habe ihm schon zigmal gesagt, nur weil hier alles neu ist, heißt es nicht, dass diese Särge im Westen nicht schon benutzt wurden. Ekelhaft. So, jetzt. Credit Chips. Hier nochmal. Verdächtiger nach Attentat festgenommen. Okay. Da.
Das muss ich leider mitnehmen, es tut mir leid. Lass das hier mal fallen. Das sieht nämlich nach dem Zielsystem aus. Und das kann ich als andere eh nicht dran machen. Aber wie gesagt, hier brauche ich glaube ich kein Zielsystem. Also nehme ich hier eins. Ich denke, hier ist es auch nicht so verkehrt, wenn da eins dran ist. Aber am wichtigsten ist es bei der Pistole, denn das hier ist unsere Hauptwaffe, sag ich mal. So, speichern. Das heißt, ich könnte die jetzt zum Beispiel ganz easy ausschalten. Das wird keiner mitkriegen. So. Speichern. Aber ich hole mir ganz easy den hier. Und das kriegt auch keiner mit. Achtung. So. Ausrauben, den guten Mann. Und hier platzieren. So. Ich schalte nicht alle aus. Nur das, was sein muss. Wo geht's denn hier lang? Komm ich hier durch? Psst, leise. Alter, sei still. Das Lasernetz, na super. Mann, der Boss ist stinksauer. Wärst du das nicht? Eine ganze Hundertschaft hat es nicht geschafft, eine Leiche zu bewachen. Wer auch immer den Neuralknoten geklaut hat, hat jetzt Zugang zu einer Menge Infos. Der Hacker wird zum Gehackten. Hoffen wir mal, die Kugel hat den Knoten unbrauchbar gemacht. Jetzt erleben wir hier eine zweite Red Dust-Operation. So, sehr schön, die bewegen sich. Ich hoffe, das sieht die Kamera nicht. Hört ihr irgendwas? Warte, jetzt hier liegt er gut. Und auch wenn er jetzt hier ums Eck kommt, gut für mich. Sehr schön. Aber ich wollte eigentlich immer noch nachgucken. Habe ich immer noch nicht gemacht. Ich habe ja seitdem... Was? Nein! Hast du nicht? Okay, ich muss ihn erschießen, wenn er aufs Eck kommt. Wo ist denn der überhaupt? Da ist der... Gut, dass ich so einen Riegel dabei hatte. Scheiße. Durchsuchen. Nee, ja doch, durchsuchen. EMP-Granate. Will ich haben. Ich will alles haben, was ihr dabei habt. So. Was kann ich denn statt der EMP-Granate mal loswerden? Also die Riegel, haben wir ja schon gesagt, sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wie viel füllt denn das hier auf? Untersuchen. Voller Proteine. Lädt 2 Energiezellen vollständig auf. Kostet auch 2 Platz. Das ist die Frage. Aber ich würde es gerne irgendwie zerlegen in solche, in einzelne oder sowas. Ich glaube, ich lasse mal die Armbrustbolzen fallen, denn so wie ich das im Kopf habe, also so wie ich es vermute, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir die Armbrust ja abgeben. Ich habe noch keine Bestätigung. Ah, der ist hier oben. Gerade ein bisschen weh, dass ich einen erschossen habe. Aber es ging nicht anders. So, Munitionskapazität ab. Munitionskapazitäts-Upgrade. Kombinieren. Ich lege auch einmal hier mehr Munition rein.
Perks? Was ist das denn? Nur kurz das Gewehr hier ablegen. Was ist das denn? Untersuchen. Beschreibung. Das ist die Befähigkeitsmatrix zum Stickstoff. Ja, was bringt mir das? Bewegen. Ich kann es bewegen. Super, aber kann ich es... Ich kann es nicht benutzen, nicht ausrüsten. Ich weiß nicht, was das macht. Ich lasse es mal da. Ich habe keinen Platz für dich, sorry. So, PDA. Passwort und Login. Ja, lese ich es gar nicht vor. Wir haben hier das Passwort auf jeden Fall. Hier, sie hat Stufe 2. Das können wir hacken. Ja. Das können wir hacken. Ach, sogar relativ simpel wahrscheinlich. Da kann ich einfach das hier direkt übernehmen. So. Eins. Zugriff gewährt. Ganz easy. Parker, vergiss ich den täglichen Asphalt neben dem... Achso, scheiße. Busparkplatz zu kehren. Wir haben zwar noch keine Gäste, aber du weißt ja, dass diese Busfahrer erwürgen, wenn sie über den rostigen Nagel oder so fahren. PS, sehen wir uns heute Abend Episode 9 an. Wenn ja, lass uns zeitig hingehen. Hab keine Lust, ewig anzustehen. Diese augmentierten Gangs machen sich ungehindert in unserer Sicherheitszone breit. Wenn das so weitergeht, merkt die Öffentlichkeit am Ende, dass sie hier drin, was hier drin wirklich passiert. Jackie wird sich bei Ihnen melden. Geben Sie ihm alles, was er braucht. 10-4, aber ich hoffe... Soll es nicht C4 heißen? 10-4, aber ich hoffe, bei meiner nächsten sie erinnert sich bei meiner nächsten Beurteilung dran. Okay. Was haben wir hier noch? Gemäß Artikel 7, Abschnitt bla bla bla. Sämtliche blauen Wartungsarbeiter werden aufgefordert, das Gebäude des Code Grün zu verlassen. Okay, so eine Memo für die Verhaltensregelung wahrscheinlich bei Notfällen. So, was haben wir hier noch? Geld. Sehr schön. Würde ich gerne. So, die Frage ist natürlich jetzt, wo kam denn der her überhaupt? Ich dachte ursprünglich, die kämen von hier drin, aber das kann ja gar nicht sein. Weil der von hier oben kam. Da runtergehüpft? Ich denke nicht. Speicher mal. Ja, habe ich doch gedacht, dass hier eine Leiter ist. Die können ja auch nicht hochfliegen, also wir müssen sehr hochgekommen sein. Präzisionsgewehr. Kann ich da keine Munition rausnehmen? Schade. Na gut. Jetzt habe ich doch hier alle verprügelt, den Bereich hier. Zumindest. So, da unten muss ich rein. Das heißt, ich speichere mal ganz kurz. Ich gucke gleich mal durch die Lüftungsschacht. Ich gehe immer durch die Lüftungsschächte. Wer ist da? Was? Hallo? Wenn sich hier jemand versteckt, sollte er jetzt lieber rauskommen. Wenn du so lieb fragst. Es gibt 1 Million Wege hier im Spiel. So, ich will immer noch zu hoch, theoretisch. So, was haben wir hier? Energieriegel. Wir hacken das mal kurz. Ach, das ist jetzt Stufe 3. Mist. Wo hack ich denn am besten hin? In welche Richtung? In die hier mal weiter. Weil der kommt auf jeden Fall von da. Das heißt, ich muss auf jeden Fall den Knoten und den Knoten verstärken. Genauso wie den Knoten und das hier und das hier und das hier und... Das wird niemals was. Wie viel habe ich denn von den Dingern? Was ist Nummer 8? 4 Stück. Komm, Eingebung. Was ist da drüben los? Das hört man also. So.
Okay, das hört man. Ach so. Ah, wir können mal die Kameras ausschalten. Hätte ich nicht gebraucht unbedingt. Ich muss auf jeden Fall mein Hacken verbessern als nächstes wieder. Obwohl ich ganz gerne mal mein Inventar größer machen würde. Ich will so viel machen. Das lässt sich jetzt... Ach so, das hätte ich hacken können. Ich hätte hier durch können. So, da muss ich auf jeden Fall gleich runter. Aber hier spaziert ja noch einer rum, der da nämlich. So, ist einer schossen, das ist aber okay bei den bösen Jungs hier. Kollateralschaden. Es waren Scharfschütze da, kann ich nicht anders. Oh, Gott sei Dank läuft er nicht weiter, weil das Problem ist, dass er mich hier vielleicht dann sieht und ich aber nicht geschickt an ihn rankomme. Sehr schön. Revolver will ich doch gar nicht haben. Auch das will ich nicht haben. Storage Area B. Wahrscheinlich komme ich da gleich raus, wenn ich durch den Lüftungsschacht gehe. Ich hätte einfach runterklettern können. Es hat so viele Möglichkeiten. Man muss einfach nichts... Man kann die ganzen Leute auch umgehen, aber... Ich weiß nicht, also für die ganzen Leute umgehen, dann spiele ich doch lieber Splinter Cell. Das ist dann tatsächlich dafür ausgelegt. Auch wenn die Möglichkeit hier zu surfen natürlich sehr, sehr groß ist, keine Frage. Aber ich muss finden, man muss hier trotzdem noch unterscheiden zwischen... ja. Es ist für mich trotzdem kein richtiges Stealth-Game, obwohl ich, wie gesagt, natürlich versuche. Ach, krass. Ich hätte sogar wahrscheinlich ganz runter können, einfach nur durch diesen Lüftungsschacht oben. Ist ja lustig. Ja, tatsächlich. Ja, sieh an. Klasse. So, heißt für mich, speichern. Es ist einfach trotzdem noch... Es ist kein Splinter Cell. Wir sind kein Geheimagent. Wir sind immer noch Polizist in der guten Sache. Das heißt hier... Alter. Sehen die mich? Ich verstecke hier hinten. So, mal ganz klein. Oh, Richard, Gott sei geben Dank. Sie mir Seraph. Wir haben hier vielleicht ein Problem. Großartig. Adam, ich höre. Es geht um diese Fabrik, wo das Signal des Hackers herkam. Da sind überall FEMA-Schilder. Scheint so eine Art Internierungslager zu sein. FEMA? Weiter runter. Die Hälfte unserer Aufträge sind staatlich. Ich weiß. Danke. Aber die Soldaten, die uns angegriffen haben, sind hier. Und so wie es aussieht, steht ihnen ziemlich beeindruckendes Gerät zur Verfügung. Ich mache mal ein paar Anrufe. Finden Sie raus, wer da die Befehle erteilt und melden Sie sich dann wieder. Alter. Krasser Scheiß. Aber das Witzige ist, diese ganzen Ebenen, die existieren tatsächlich. Also. Das ist vom Prinzip. Also, man kann sie nicht spielen, aber tatsächlich erkennt er die auf dem Radar. Was ich ganz cool finde, tatsächlich. Da kann ich raus. Sonst zusammenpacken und verschwinden! Genau, und ich werde nicht warten, bis dieser Blödmann mit einem Gabelstapler kommt. Ich will die EMP-Granate, weil ich habe das Gefühl. Da steht was Großes vor mir, das muss vielleicht nachher weichen. Und da stört das dann. So. Was ist das? Präzisionsgewehrmunition, Betäubungspfeile. Haben wir sonst noch Betäubungspfeile? Nein, das sind die letzten. Habe ich irgendeine Munition, die mich nicht so interessiert, die ich vielleicht wegschmeißen kann? Pistolenmuni. Ja, aber das, davon brauche ich ja eben auch viel, ne? Was habe ich also benutzt? Scheiße. Ach egal, weg mit. Auftauchen. Glaub mir, so geht's schneller. Siehst du? Wozu tragen, wenn sie laufen können? Stimmt. Und warum läuft das Ding nicht? Moment. Muss einer dieser Knöpfe sein. So. Boah, jetzt muss ich mich hier überall durchschleichen. Da hoch? Nein. Nicht genug, ja. Er ist nur aufmerksam geworden.
bleib hier. Ich kann das Ding nicht fighten, das geht nicht. Okay. So, speichern. Kann ich hier rein? Ich will weg von dem Ding. Nicht so gut. Aber sieht so aus, als hätte es keiner gemerkt. So, jetzt gehst du hier rüber. Sehr schön. Und ich gehe weiter. Haben wir auch noch mal eine Kamera? Ja, natürlich haben wir noch mal eine Kamera. Ah, die ist jetzt nur misstrauisch gewesen. So. Okay, wir sind oben, das ist gut. Und ich komme ja auch ohne Hecken rein, das ist auch schön. Zwischendurch mal. Also, so witzig das mit dem Hecken eigentlich auch ist, dass wir halt überall reinkommen, ist auch teilweise wirklich, wirklich nervig. Einfach, weil man es halt auch wirklich andauernd braucht und deswegen auch andauernd machen, naja, machen muss irgendwo. So, der wird mich sehen, da warte ich mal, jetzt sieht er mich nicht. Speichern. Ich hoffe, ich stehe gut, weil da komme ich nicht durch, dafür bin ich zu schwach. Das heißt, ich muss ihm gleich hinterher schleichen. Oh Gott, das wird so richtig scheiße. Fliegen oder was? Stört dich was? So, dreh dich um. Speichern. Oh, ich dachte, der sieht mich. Wie mache ich denn das am dümmsten? Ich versuche. Das ist total dumm, was ich mache. Ich muss da rüber irgendwie. Also das ist sowieso blöd. Wahrscheinlich muss ich gleich laden. Ich krieg den hier nämlich niemals weggeschleift. Alter. Ah, zum Glück fällt da niemandem auf, dass da einer fehlt. Wobei ich langsam auch in der Zeit, weil ich könnte eigentlich die ganzen Leute auch erschießen, gell? Genug Munition habe ich ja. Eine Reichweite soll es passen. Und ich habe gesagt, bei dem bin ich jetzt nicht mehr so zimperlich. Denn das, was die hier haben, das ist nicht mehr nur, das ist nicht mehr harmlos. Das ist ganz große Scheiße, was die hier haben. Ja, und deswegen, wie gesagt, ich schalte aus, was geht. Also, unblutig. Aber ich werde da jetzt nicht mehr allzu große Rücksicht nehmen. Also wenn sie es anbietet, dann muss ich sie leider töten. Kann ich da durch? Nee, oder? Achso, scheiße, doch, das ist offen. Kein Wort über unsere verlieren. Das sieht mich gleich. Das sieht mich nicht.
Hier hat auch keinen anderen alarmiert, das ist gut für mich. Könnte ich hier gefahrlos hinziehen oder kommt dann einer vorbei? Also auf jeden Fall ist da einer, der vorbeikommen kann. So, was haben wir hier noch? Pistolenmunition. Sehr gut. Feindselig. Warte, willst du mir gerade sagen, dass du mich durch die Tür gerade gesehen hast? Ich überlege gerade, ob ich laden soll, weil das ist ja schon ganz schön. Gut, er kann auch einfach die Tür zerschießen, ist natürlich auch lustig. Vor allem das Nervige ist halt, dass ich jetzt gerade deswegen erkannt wurde, obwohl ich ja eigentlich da hinten weiter musste, wie es aussieht. So. Do not talk. Okay, ich kann aber ein bisschen die Klappe halten, ist in Ordnung. So, da soll ich rein. Ich speichere jetzt einfach nochmal, ist ja egal, ob man mich gesehen hat oder nicht. So, muss gucken. Login, ich muss gerade zuhören, was er sagt. Speicher mal hier. Also, ich soll zusammenpacken und ja, gehen, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob es gleich einer in meine Richtung vorbeiguckt. Weil ich ja noch zusammenpacken müssen, ne? Heißt, eigentlich sollte ich genug Zeit haben, das hier zu hacken. So, heißt. Nein! Alter! Fuck, ich hab den jetzt benutzt, ne? So ein Dreck, ey. So ein Müll, ja. So, Spam. Der lädt noch den Knoten. So, fuck. Ah, ich wollte den Download noch haben. Oh, ich habe ihn noch. Zugriff gewährt. Ja, ein Glück. So, Kameras. 1, 2, 3. Was für Kameras? Ach, okay. Ich muss aufpassen, ich kann nicht aus Versehen wieder so ein Nuke-Virus einsetzen hier. Das war keine Absicht. So, das versuche ich auf jeden Fall mal. Sehr schön. So, ich jetzt zum Schluss. Dazu brauche ich das hier, dazu brauche ich das hier. Sehr schön. Freigabe. Und den hier, 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 und den hier verstärken und den auch. Und das war's. Zugriff gewährt. Dankeschön. So, zwei Phasen Zwischenbericht. Phase 2 Zwischenbericht. Ich habe gerade gar keine Lust mehr zu lesen. Also, ich finde es schon ganz schön, wenn man so viel zu lesen hat, theoretisch. Aber es ist gerade irgendwie einfach für mich heute ein bisschen geballt. Ich weiß auch nicht, ich bin die halbe Zeit eigentlich nur am Lesen. Aber bin ich gerade gar nicht in Stimmung dazu. Alter, ich bin so krank. Ich renne hier einfach raus. So, was ich jetzt mache, ist natürlich das hier zur Seite. Oh. Das mit dem Markieren funktioniert echt super. Toll. So. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe mal hier durch. So. Was ich aber habe übrigens, fällt mir erst gerade auf, wir haben vorhin mal zwei Praxispunkte bekommen. Die könnte ich mal einsetzen zu irgendwas. Die Frage ist, zu was? Tendenziell zur Smart Vision.
Aber ich habe eigentlich gesagt, dass wir das hier auf jeden Fall brauchen. Wir sollten nicht mehr so stark auffallen. Das ist echt wichtig. So. Speichern. Oh. Sieht der mich hier unten eigentlich? Ich habe gerade gespeichert. Frage, also Antwort 1, er sieht mich nicht. Frage 2, kann ich wieder hier schießen dadurch? Mach ich mal nicht. Also wir haben 1 Milliarde Wege wieder. Hat ja super funktioniert. Scheiße. Klar, jetzt können wir hinten natürlich raus und ihn verprügeln oder so. Aber ich kann auch einfach warten, bis er hier steht und sich umdreht. Ja, zum Beispiel so. Speichere ich mal. Speichere ich mal. So, ist gut. Ich sollte ihn vielleicht trotzdem nicht hier liegen lassen. Hat auch nichts dabei. Ich nehme ihn mal mit. Hab ich die Kamera gesehen gerade? Alter, komm mit! Was ist nervig, wenn das Zeug nicht funktioniert? Glitschert die ganze Zeit hin. Komm mit. Ey, es ist richtig nervig, wenn was passiert. Ja, jetzt lade ich nochmal. Also das ist ja richtig scheiße. Schnellspeicherung, ja. So. Die Frage ist, wo packe ich ihn jetzt hin? Halt hier lang. So. Zieh dich hier rein. Dann sieht dich keiner. So, Tür zu. PDA. Bla bla bla. Neues Login. Okay. Nur weißt du was? Ich mache jetzt auf jeden Fall eine Aufnahmepause, denn ich brauche jetzt erstmal... tut alles weh. Ich habe, glaube ich, heute lang genug aufgenommen. Alter, ich hoffe, dass diese Quest hier, dass die hier, dass wir die noch erledigen können. Sonst fresse ich echt einen Besen. Aber ich speichere hier auf jeden Fall nochmal mit Spielstand 3 drüber. Den 2 müssen wir erstmal aufheben. Kriegen wir hin. Bis dahin. Ciao.